Es gibt zwei neue T-Shirts und die wollt ihr euch eigentlich einblenden, obwohl, wisst ihr was? Verstecken wir jetzt hier in der Ecke, ne? Und mach einfach mal eiskalt den hier. Zack! Herzlich willkommen, Leute, zu einem kleinen Informationsvideo. Eigentlich solltet ihr heute ja den Vlog sehen, doch den gibt's leider nicht. Denn ich bin immer noch krank. Und es macht auch einfach so keinen Sinn aufzunehmen, wirklich. Zumindest gerade den Vlog nicht. Deswegen möchte ich versuchen, neben den Survival Games auf dem Funville EU-Server, vielleicht wechsle ich mittendrin auch nochmal, einfach mal kurz die ganzen Sachen durchgehen, die vielleicht aktuell wichtig sein könnten. Was ihr aber wissen solltet, es wird heute Abend später, ich habe keine Uhrzeit, nach TTT auf jeden Fall, ein Livestream geben mit einem Spiel, wo ihr alle mitmachen könnt. Dafür müsstet ihr aber dann am Stream vorbeischauen, twitch.tv/Nanugard heute Abend. Und ja, das aber dazu mehr. Besonders viel Quatsch wieder nicht, das hoffe ich, übernehmen die anderen. Und ich habe natürlich nicht das scheiß Steinschwert bekommen. Das hat jemand anderes mir weggenommen. Aber wie dem auch sei. Schaut auf jeden Fall heute Abend mal rein. Würde mich freuen, wenn ihr mitmacht. Denn je mehr Leute dabei sind, desto lustiger ist es. Auch wenn nicht alle zeitgleich mitspielen können. Es sind aber bestimmt ein paar Leute von unserer Gang dabei. Schauen wir mal, schauen wir mal. So, ansonsten aktuell. Es geht weiter, wie es bisher weitergeht. Ich hoffe, dass ich dazu komme, wieder Wisdom aufzunehmen. Legend, genauso wie... Ich bin mit vollen Eiern und habe ein Steinschwert. Und hat mich auch schon gekillt. Ist aber nicht schlimm. Wir haben mal, oder muss man das hier? Ja, muss man hier auch. So, und warpen uns direkt wieder hin. So. Und ansonsten, der Rest läuft auch, wie der Rest laufen soll. Und zwar, ja, versuchen soweit täglich, also gerade Counter-Strike ist mit den Fehlern der Folgen gedöns unterlaufen, also in der Folgen, Namen, Beschreibung, whatever. Auf jeden Fall fehlt irgendwie eine. Das ist ein bisschen beschissen. Ich habe keine Ahnung, warum. Aber eine Folge fehlt. Und ja, deswegen gibt es einen Tag Pause, beziehungsweise ab Mittwoch geht es dann wieder richtig los. Und ja, das normale Counter-Strike, das läuft momentan täglich. Da sind dann nochmal Folgen bei, die ich mit den anderen Jungs hier aufgenommen habe. Und wie wieder jetzt zum Beispiel. Und ansonsten kommen halt auch wieder mehr Folgen alleine. Hatte ich ja zwei Folgen mit Vex aufgenommen. Schaut auf jeden Fall mal auf seinem Kanal vorbei. Auch ein sehr cooler Typ. Mit dem hatte ich ja mit Bruger und Maddie Plants vs. Zombies aufgenommen damals. Und ja, wie gesagt, schaut auf jeden Fall mal vorbei. So, der hat daraus ein Holzschwert geholt, das heißt, hier muss ich gar nicht lang gehen. Ist das der Domino Day? Ich habe keine Ahnung. Der hat auf jeden Fall keine Kisten übergelassen und ich kriege jetzt auf die Schnauze. Oh, this boots are made for walking. So, wie dem... Oh, nee, da will ich nicht lang. Wie dem auch sei. Der Rest läuft, TTT, Daily, momentan Halloween-Content. Zieht's euch rein. Zwei Fun-Spiele werden aufgenommen. Sobald Ski und ich wieder ein bisschen gesünder und fitter drauf sind, nehmen wir noch zwei Fun-Games auf mit Gramps, Anakin und bei einem Spiel ist auch Goro bei dabei. Und dazu wird es dann auch jeweils zwei Party geben. Die werden cool, das wird witzig. Und hier gibt's ein Team. Double Team oder was? Da gibt's direkt auf die Schnauze. Sowas mag ich ja gar nicht hier. So bist du. Hey, ich hab dich Junge, da rettet er ihn. Und dann, das ist der Dank. Das ist der Dank. Hat er mir auf die Schnauze. Ey, hab ich gesehen. Wir von zwei Leuten. Deswegen, Leute, ne? Ihr sagt hier, die Leute sagen zwar immer, ihr müsst anderen helfen, wenn sie in Gefahr sind. Und dann drehen sie sich um und hauen sie selbst auf den Hinterkopf. So sieht es nämlich aus. Jeder für sich. Mein Motto in einem Survival Game. Ja, nächstes Mal mache ich das nicht mehr. So. Nur kurz, um das mal klarzustellen. Nach Arkham Horror kommt übrigens noch ein weiteres Brettspiel, ein sehr schönes. Also wer momentan die Brettspielserie verfolgt und die sehr mag, der wird nächstes Mal, also nach Arkham Horror, mit einem weiteren sehr, sehr schönen Spiel versorgt. Lohnt sich auf jeden Fall auch. Also was haben wir? Wir haben viel Minecraft, wir haben viel Counter-Strike, wir haben Garry's Mod, wir haben zwei Fun-Games, wir haben Brettspiele und... vielleicht stürze ich mich nächstes Mal wieder, wenn ich gesund bin, in DayZ oder Rust. Vielleicht gibt's auch Rust. Das müsst ihr mir dann sagen, ob ihr Rust spielen oder sehen wollt. Und ja, ich würde es mir reinziehen. Das auf jeden Fall schon mal dazu. Dann haben wir eigentlich soweit, was aktuell angeht, alles abgedeckt. Und ja, wie gesagt, Filmgrad habe mich halt nicht vorbereitet. Ich wollte aber euch unbedingt Informationsvideo machen. Warum kein Vlog da ist heute. Und ja, denke, das war ganz wichtig. Oder denke, das ist ganz wichtig. Und ich werde verfolgt. Und er hat kein Sword. Und das ist ganz gut momentan. Aber ich weiß nicht,
was jetzt der weiße Freund da geludet hat. Auf jeden Fall haben wir jetzt soweit alles abgedeckt, was eigentlich gesagt werden musste. Mir fällt jetzt auch spontan nichts mehr ein, was an Projekten noch fehlt oder was ich nicht genannt habe. Hier schon wieder ein Double Team. Ja, ich hasse Double Teams. Dann kriegst du direkt. Nein, oh Gott, meine Maus, ich bin krank. Und du hast nur eine Faust, ne? Da kannst du gar nichts machen. Ey. Das passiert, wenn man zusammenspielt. Mein Gott, habe ich schon wieder. Der Gute da, Luca, ist schon wieder durchgekommen. Jetzt bin ich vergiftet. Das nehme ich hin. Zieh dir mal an. Kette, hört sich mal gut an. So, gibt es hier eine Workbench? Auf jeden Fall haben wir hier ein bisschen auf die Schnauze gehauen. Mit ihren Holzschwertern haben wir uns gebattelt. Level up. Was gibt's sonst noch zu erzählen? Oh, das hätte ich auch noch sagen müssen, aber dazu gibt es ein extra Video nochmal, denn es ist relativ spät, wo ich euch das hier sage. Es gibt zwei neue T-Shirts und die wollt ihr euch eigentlich einblenden, obwohl, wisst ihr was? Verstecken wir jetzt hier in der Ecke, ne? Und mach einfach mal eiskalt den hier. Zack! Da sind sie, die Bilder. Einmal das Siegschwein-T-Shirt, ja. Und wer es aus kennt, aus Ultimate Chimera Hunt von Garry's Mod damals. Und Easy Life, Easy Win für die Leute, die Counter-Strike verfolgen. Zwei sehr feine T-Shirts müssten auch hoffentlich bald bei mir ankommen. Ich habe sie mir extra schon natürlich auch bestellt, weil ich finde die halt geil. Deswegen waren sie eigentlich überhaupt erst in der Mache drin. Weil ich selber wieder zwei geile T-Shirts wollte. Und da kommt ein Kollege, der will mich verhauen. Und hat einen Stone Sword, aber kriegt die zwei Hits vorher ab. Reicht das? Es reicht nicht. Hat nicht gereicht. Wir bleiben in der Lobby. Und zack, machen wir die T-Shirts wieder raus. Das wollte ich euch noch erzählen, aber jetzt werde ich bestimmt noch ein Video machen, um das mal genauer zu erklären, was das für Bedeutungen hat. Aber an sich ist ja klar, Siegschwein kam aus Ultimate Chimera Hunt und Easy Life, Easy Win ist eine Quote aus einem CSGO-Ranked-Match, was wir da hatten. Und das haben wir ein bisschen gut aufgezogen später. Auf jeden Fall lohnt es sich, da mal reinzuschauen. Der Link zum Spreadshirt-Stop-Stop-Stop-Shop packe ich auch in die Videobeschreibung. Und ansonsten hören wir uns hoffentlich nächste Woche und sehen uns nächste Woche in Form eines Vlogs wieder. Und ja, dann hoffe ich, dass auch wieder mehr Aufnahmen kommen. Dann beantworte ich auch eure Fragen aus diesem Video. Also wenn ihr Fragen habt, schreibt es auch bitte gerne hier wieder in die Kommentare. Und natürlich die aus dem letzten Video auch. Dann geht es wieder ganz normal weiter. Also Leute, macht's gut, schaut vorbei, schaltet wieder ein. Bis zum nächsten Mal, bis dahin und tschüss.